Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Im letzten Video hatten wir herausgefunden, was passiert, wenn man Leiter in das elektrische Feld eines Kondensators bringt. Und jetzt könnte man mal alternativ noch darüber nachdenken, was passiert denn eigentlich, wenn man einen Nichtleiter in das näherungsweise homogene Feld eines Kondensators bringt. Und dazu führen wir mal einen Begriff ein, der in diesem Zusammenhang wesentlich geläufiger ist. Und zwar ist das das sogenannte Dielektrikum. Warum das Dielektrikum heißt, werden wir gleich sehen. Jetzt überlegen wir mal anhand einer einfachen Betrachtung der Ladungsverhältnisse in so einem Kondensator, was denn dann passieren könnte. Also ich male mal zunächst einen Kondensator, der entsprechend aufgrund einer Ladungsdifferenz ein elektrisches Feld erzeugt. Und wir wissen jetzt also, die Feldlinien fließen gemäß unserer Konvention von links nach rechts, von positiv zu negativ. Und jetzt bringen wir dann Nichtleiter rein. Und dieser Nichtleiter weist ja nun wenig bis keine Ladungsteilchen auf, die entsprechende Beweglichkeit innerhalb des Materials besitzen, so wie das bei Metallen der Fall ist, sodass dann also sich ein elektrisches Gegenfeld bildet, so wie wir das beim Leiter gesehen haben. Sondern was passiert jetzt hier? Die relativ starren Teilchen im Kondensator, beziehungsweise dann konkreter hier in diesem Nichtleiter, die orientieren sich jetzt eben nicht makroskopisch über das ganze Teil. Wir hatten im letzten Video ja gesehen, wie dann durch Ladungsbewegung ein entsprechendes Gegenfeld erzeugt wird und eine polarisierte Oberfläche und so weiter, sondern die starren Rümpfe orientieren sich jetzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten so nach dem Feld, dass also die Ladung von den Ladungen im elektrischen Feld des Kondensators möglichst weit entfernt sind. Das sieht dann also ungefähr so aus. Und das darf man sich jetzt eben ganz bewusst nicht als eine makroskopische Bewegung vorstellen, sondern das findet sozusagen auf atomarer Ebene statt. Auf atomarer Ebene beobachten wir eine Umorientierung der unbeweglichen Ladungsträger, und zwar in Richtung des elektrischen Feldes. Und was bedeutet das dann? Zusammenfassend, können wir sagen, das elektrische Feld des Kondensators macht jetzt Folgendes. Wir haben auf der atomaren Ebene eine Orientierung der Moleküle, beziehungsweise nennen wir es mal Teilchen, Orientierung der Teilchen nach Feldrichtung. Was bedeutet das wiederum? Diese Umorientierung der Teilchen erzeugt ja Dipole, wie wir in dieser Darstellung schon sehen können. Und diese Dipole, die sind ja entgegen der Feldrichtung angeordnet, logisch, ne? Also der negative Ladungsschwerpunkt der Teilchen orientiert sich in Richtung der positiven Ladungsquelle des Feldes und andersrum. Ja, und das alles erzeugt also dann auf atomarer Ebene Dipole. Diese Dipole erzeugen aufgrund ihrer Orientierung zwangsläufig ein Gegenfeld zum Feld des Kondensators. Und das wiederum führt dazu, dass wir eine Minderung des Kondensatorfeldes beobachten können. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht meinen könnte. Das kann man sich anhand einer einfachen Gleichung klar machen. Wir wissen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ladung und Spannung, und der ist gegeben über die Kapazität. Dieses Gesetz hatten wir beim letzten Mal schon kennengelernt. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was passiert. Zunächst einmal hatten wir ganz am Anfang dieser Playlist schon herausgefunden, dass es einen sogenannten Ladungserhaltungssatz gibt. Also das heißt, wir vernichten jetzt hier, nur weil wir da einen Nichtleiter reinbringen, nicht irgendwelche Ladungen in dem elektrischen Feld. Das heißt also, die Ladung muss konstant sein. Das bedeutet dementsprechend, dass das Produkt auf der rechten Seite, wenn man sich das mathematisch anguckt, sich ja nun nicht ändert. Jetzt ist es so, dass die Spannung verknüpft ist mit der Feldstärke, und wenn die Feldstärke nun abnimmt, dann können wir davon ausgehen, dass dementsprechend auch die Spannung sinken muss.
So, und wenn jetzt aber das Produkt aus Kapazität und Spannung konstant bleiben muss, weil ja die Ladung konstant bleibt, dann ist die einzige Konsequenz aus dieser Geschichte, dass durch das Einbringen eines Dielektrikums in das elektrische Feld des Kondensators zwar das Feld selber abnimmt, eben durch die Erzeugung von Dipolen, weil wir hier durch Influenz eine Umorientierung der Teilchen im Leiter erzeugen, aber in der Konsequenz, dadurch, dass die Spannung und die Feldstärke sinkt, muss die Kapazität steigen. Das ist also das Interessante an der Geschichte. Wir können einen Nichtleiter in das elektrische Feld eines Kondensators bringen und dadurch seine Kapazität erhöhen, was für viele elektrotechnische Anwendungen interessant sein kann. Um das so ein bisschen in eine Gleichung zu packen, macht man Folgendes. Wir haben die Kapazität des Kondensators mit Dielektrikum und der Zusammenhang zwischen der Kapazität, die erhöht ist durch das Dielektrikum, und der natürlichen Kapazität, die, wie wir ja wissen, eine reine Funktion der Geometrie ist, ist gegeben über die sogenannte Dielektrizitätskonstante, langes Wort, das ist dieses Epsilon R hier, ich schreibe es mal an, Dielektrizitätskonstante, und die ist abhängig vom Material. Das heißt also, je nachdem, was ich für ein Dielektrikum in meinen Kondensator bringe, ist der Effekt, den ich oben vorgestellt habe, unterschiedlich ausgeprägt. Wenn man jetzt dieses Gesetz nochmal ausschreiben möchte, so dass man also die ursprüngliche Kapazität gar nicht mehr drin hat, dann ist also die Kapazität eines Kondensators unter Berücksichtigung eines Dielektrikums Epsilon R mal Epsilon 0 als allgemeine Naturkonstante mal Querschnitt durch Abstand der Platten des Kondensators. So, und jetzt müssen wir noch ganz kurz über einen Sonderfall sprechen. Das ist ja soweit erstmal eine nette Geschichte. Wir können also durch konstruktive Maßnahmen die Kapazität des Kondensators erhöhen. Es gibt allerdings etwas, was passieren kann, wenn man die Feldstärke zu groß anlegt in Relation zu dem, was das Material kann. Dann kommt es zum sogenannten Durchschlag. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Elektronen in einem Nichtleiter nicht frei beweglich sind. Das heißt, wir können nicht beobachten, wie sich dann an der Oberfläche und im Inneren des Leiters entsprechende Felder bilden oder aufheben, so wie wir das bisher gesehen haben, sondern beim Nichtleiter, hatte ich gesagt, gibt es eben die Entstehung von solchen Dipolen, weil durch Influenz sich einfach die Atomrümpfe entsprechend orientieren. Das war das Bildchen von oben. Jetzt kann aber Folgendes passieren. Wenn jetzt die Feldstärke extrem groß wird, ich deute das mal hier an, also wir haben eine extrem große Feldstärke, dann ist die Kraft, die auf die Elektronen wirkt, so groß, dass sie größer ist als die Kraft, die auf atomarer Ebene die Elektronen im Atom bindet. Das bedeutet also, es kann dazu kommen, dass Elektronen aus dem Atomrumpf herausgerissen werden. Elektronen werden herausgerissen, das nennt man dann den elektrischen Durchschlag im Fall eines Kondensators. Elektronen werden herausgerissen. Man kann sich vorstellen, dass also, um sozusagen leitende Eigenschaften in einem Nichtleiter zu erzeugen, dann extreme Feldstärken notwendig sind. Und das ist insgesamt doof. Das ist deshalb doof, weil es den ursprünglich eigentlich mal beabsichtigten Effekt der Erhöhung der Kapazität des Kondensators mindert, weil ja dadurch wieder eine Elektronenbewegung stattfinden kann. Das heißt, wir haben wieder eine Zunahme der Spannung. Insofern ist ein elektrischer Durchschlag absolut nicht gewollt. Und wir definieren deswegen eine letzte Größe, die in diesem Zusammenhang interessant ist. Das ist die sogenannte Durchschlagfestigkeit. Damit ist gemeint, welche Feldstärke ein bestimmtes Material erträgt, bevor die ersten Elektronen aus der atomaren Struktur herausgerissen werden und es dann sozusagen hier zu einer Ladungsbewegung aus dem Nichtleiter herausgibt. Und diese Durchschlagfestigkeit, die ist materialspezifisch und muss dementsprechend, je nachdem, was man so als Anwendung für den Kondensator vorgesehen hat, entsprechend berücksichtigt werden. Damit haben wir das Thema Kondensatoren an dieser Stelle in Kombination mit Ladung, elektrischen Feldern und den zugehörigen physikalischen Größen soweit durch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was in der Elektrostatik dann zum Abschluss interessant wird. Das ist nämlich die Frage, was jetzt eigentlich passiert, wenn ich
elektrische Energien am Feld gespeichert habe. Wie das geht, haben wir uns schon angeguckt. Ich muss also diese polarisierten Ladungsträger, diese Platten voneinander trennen und dann gegen die Feldwirkung weiter voneinander trennen. Dadurch speichere ich ja eine Energie in diesen Platten. Und dann ist eigentlich die Frage, was passiert denn jetzt, wenn ich die Platten eines Kondensators, der geladen ist, also zum Beispiel so eines Kondensators mit einer entsprechenden Ladung, wenn ich diese beiden Platten jetzt mit einem Draht verbinde, was dann passiert? Der eine oder andere hat vielleicht schon eine Idee. Das schauen wir uns im nächsten Video an.